So. Heimweh und los geht's. Jawohl. Alter Schwede. Sorry. Wieso nur 45 Kilometer? Weil wir nach New York erstmal fahren. Und das von da aus geht's dann erstmal weiter wieder, ich würde mal sagen San Francisco, ja Seattle, dann San Francisco und dann wieder unten zur Grenze. Fahren wir dann. Ja, und das dann in noch Serien, ein bisschen Benz. Uah, ich fahre noch in Gegenverkehr. Nein, ich Horst. Uah. Oh. Ich muss irgendwie rüberkommen. Super. Shit. Aber das wird da schwer. Wie hieß es nochmal bei, ich weiß gar nicht, habt ihr Midtown Madness gespielt? Früher auf dem PC irgendwie? Kennt ihr das? Nee. Midtown Madness? Midtown Madness? Von Microsoft? Nein. Nee. Midtown Madness war da auch so ein Open-World-Rennspiel. Ey, war so mit Checkpoints war das. Und das Geile dabei war, da gab es ein Rennen, das hieß Rush Hour. So. Aha. Die Bedeutung war, auf der Autobahn im Gegenverkehr fahren. Deswegen erinnert mich das jetzt gerade so daran. Weil da war wirklich Rush Hour. Das ist das Blöde bei mir, weißt du? Ich hab früher schon gerne gespielt, also weißt du, aber ja. nicht abwechslungsreich. Früher habe ich fast nur FIFA gezockt. Okay. So. Oh, das cool. Richtig abwechslungsreiche. Nein, ich hätte abbiegen müssen! Könnt ihr mal bitte warten wirklich, auf mich? Ja, ja, klar. Das war wirklich, wo ich wirklich abwechslungsreich gespielt habe, das ist, als ich eine PS3 geholt habe. Okay. Da hatte ich dann sowas wie Assassin's Creed eben. Was hattest du vorher? PS2 hatte mein Bruder und da habe ich immer FIFA gezockt. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals keine PlayStation 2 selbst besessen, nur beim Freund gespielt, also können wir weiterfahren. Sondern ich habe mit PlayStation, ja, ich glaube, warte mal, 3, ja, und zwar habe ich PlayStation 3 mit Motorstorm damals, wie es rauskam, angefangen. Also ich habe, also womit ich, also intensiv zocken, war damals am PC angefangen. Da habe ich Da habe ich einen PC geschenkt bekommen, einen gebrauchten. Boah, damals waren sie schweineteuer, die Rechner. Da habe ich dann gefunden, wenn man eingegeben hat, /C:// Red Baron, ist ein Spiel gestartet, Roter Baron, Doppeldecker, Fliegen. Damit habe ich am Anfang so ein bisschen gesuchtelt, gezockt. Dann habe ich eine Nintendo bekommen. Dann habe ich so Spiele wie Super Mario und das Ganze. Warte, wir warten auf René kurz. Ja. Und dann habe ich halt die PlayStation 1 bekommen und da ging dann das Abwechslungsreiche los. Final Fantasy 7, also die komplette Final Fantasy Reihe, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon und all solche Sachen. Also meine Dings fing dann Ratchet damals. And Clank. Also meine richtige Zeit fing damals an mit, muss ich sagen, also ich habe auch PC erst gespielt, aber so kleine Spiele wie hier Command & Conquer und sowas sind Zeugs. Und dann irgendwann fing dann auch das mit den Konsolen an. Da habe ich dann irgendwann auf dem Super Nintendo angefangen. Da habe ich dann hier die ganzen Super Mario Titel gespielt und so Mario Kart auf dem SNES. Das war richtig cool. Mhm. Und dann kam dann irgendwann die N64-Zeit und oh mein Gott, da ging es dann los mit Rennspielen auch. Alter, also, da habe ich sogar einen Lenkrad gehabt für. Also Rennspiele hat bei mir angefangen, weiß ich noch, auf der PlayStation 1, VRC hieß das. Das war ein Rallye-Spiel. Ja, auf dem N64? PSX. Okay. Oh, es hat aber auch einen Karteneditor gehabt. Okay. Und das war richtig geil. Da habe ich dann angefangen mit einem Kumpel auch eigene Karten zu entwerfen, eigene Rennstrecken. Das hat richtig, richtig Laune gemacht auf Dauer. Ja. Und was ich wirklich sehr viel gesehen habe, war die Tekken-Reihe mit Freunden. Multitap. Crash Bandicoot Kart Racing mit Multitap mit 4 Leuten damals auf einem kleinen 14 Zoll Fernseher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Shooter-Präsenz, also was mich richtig geprägt hat, war damals GoldenEye auf dem N64. Das hat mich richtig geprägt, was Shooter anging. GoldenEye war geil. Ja. Shooter, muss ich sagen, bin ich wie alle anderen dann. Ich habe mir PlayStation 2 habe ich erst
Jahre wow. später bekommen. Wow, also ich habe gerade einen mächtigen Unfall gehabt, ich weiß nicht warum. Ja, ich sehe es bei dir auf dem Bildschirm gerade. Daniel, warte, lass mal. Ranfahren. Ja, hattest du, Daniel, irgendwie auch irgendwie was, womit du angefangen hast? Ich wollte gerade mal, also ich muss ein bisschen ausholen. Was ich aber sagen wollte, zwei Sachen, mein erster PC, da wir damit angefangen. Ich habe ja gesagt, mein erster PC habe ich irgendwie 2012, habe ich mir selber geholt, das war ein Laptop, ja. Mhm. Das war ein bisschen gelogen. Mein erster PC, den konnte ich aber zu rein nichts gebrauchen, das war ein Staubfinger. Da okay. war der Arbeitsspeicher überlastet, wenn der Hintergrund ein Muster hatte. Okay. Wenn der Desktop-Hintergrund ein Muster hatte, da hatte ich ein Spiel, Traumschiff-Surprise. Ich konnte nichts machen, weil das hat so geleckt, dass ich konnte nichts machen. So. Was ich davor noch sagen wollte, ist euch das mal aufgefallen, so Sachen wie Spyro, Crash Bandicoot, Rayman, Ratchet & Clank, gibt es nicht mehr. Gut, Ratchet & Clank... Nein. Gibt jetzt eine PS4-Fassung, kommt Ratchet & Clank. Die werde ich mir holen. Weil ich habe das letzte Ratchet & Clank gespielt und das hat mir tierisch gut gefallen. Mhm. Okay. Ja, das heißt, dieser Genre von den Games, diese klassischen Jump'n'Run-Spiele. Das ist 3D-Jump'n'Run mit, aber wo es um mehr geht als nur die Level machen, sondern wo du auch ein paar Quests hast, wo du Rätsel hast. Okay. Ja, nee, das gibt's so einfach nicht mehr. Nee, gibt's auch nicht. Ja. Das ist leider irgendwie, die Zeit ist leider weg von sowas. Ja. Ich bin ja damals von der PlayStation 1 wieder auf PC umgestiegen und hab mir dann immer, ich hab dann Gaming-PCs gehabt, also selbst zusammengestellt, selbst aufgerüstet und das Ganze war alles auf Konsole, PlayStation 1. Ich konnte mir erstens die Spiele nicht leisten. Das konnte ich aber in Spanien. Hat so ein PlayStation 1 Spiel 50 bis 30.000 Pesetas gekostet. Das sind umgerechnet 100, 120 D-Mark gewesen. Es hat schon als Schüler war das schon Vater, Mutter Geld. Ja, ja, klar. Gegenspiele gewesen, weil das war damals noch nicht so populär, Videospiele. Ganz ehrlich, René, ich weiß, du kannst Englisch nicht, wenn du es so anhörst, aber hör dir mal ein bisschen den Song an, den ich dir geschickt habe, ein bisschen mehr als nur 20 Sekunden. Da wirst du viel von dem wiederfinden, was du gerade gesagt hast. Aber weil du gerade, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil du gerade angesprochen hast mit Spanien und so, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen, was meine N64-Zeit noch anging. Und zwar... habe ich da damals, da war ich, boah, keine Ahnung, wie alt ich da war. Auf jeden Fall war das meine GoldenEye-Zeit, also auf dem N64 GoldenEye mit Rareware war das ja damals die Entwickler. Und die haben dann irgendwann angekündigt, wir machen Perfect Dark. Perfect Dark war ja dann der Nachfolger-Shooter, der auch sehr, sehr geil war. Auch was ja Multiplayer anging mit den Bots und alles. Und da habe ich ja sogar noch das Lösungsbuch hier und sogar noch ein N64 mit Perfect Dark. Und ich wollte das Spiel unbedingt haben, unbedingt, und ich wollte es unbedingt spielen. So, und zu der Zeit bin ich aber mit meinen Eltern dann halt in Griechenland Urlaub gefahren und dachte mir, scheiße, wie kommst du jetzt an das Spiel dran, weil das Spiel wurde auch indiziert damals. So, ich denke, komm, wie machst du das? Und Gott sei Dank gab es dann in Griechenland, wo wir da waren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war in Griechenland, gab es einen Spieleladen. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gab dort einen Spieleladen. Ich rein, als Kröte, ich zu meinen Eltern, Mama, haben wollen. So, geholt. Und Gott sei Dank, ich hatte sogar mein N64 mitgenommen. Ob ihr es glaubt oder nicht, mitgenommen. Das habe ich im Urlaub auch gemacht. Ja. Meine PSX damals mitgeschlagen, ja, überall das, hin. Pass auf, halt. Ich weiß, das Geile war, ich wollte es ja unbedingt zocken, weil ich es ja unbedingt ausprobieren wollte. Und ich weiß nicht, wie das war. Auf dem Zimmer hatten wir keinen Fernseher gehabt. Das war irgendwie so ein Bungalow gewesen. Und meine Eltern waren dann irgendwie draußen an der Bar gewesen, an der Poolbar. Und ich bleib dann zu Hause. Ja, ja. Und dann bin ich in der Hotellobby gegangen. Und hab mir in der Hotellobby... Wow, sorry. Hab ich in der Hotellobby habe ich an dem Fernseher mal N64 angeschlossen und habe Perfect Dark gespielt. Und alle waren am gucken, was macht der Junge da? Ohne Scheiß. Das war so cool. Das war so geil. Aber ohne Scheiß, diese Erfahrung, ne, das ist... echt der Hammer. Das prägt aber auch da niemanden. Da hatte ich auch den Vorteil damals in Spanien,
alle Spiele in Deutschland indiziert waren, kam raus. Ja. Wolfsbein hat nie einer nach dem Ausweis gefragt, bist du alt genug für das Spiel oder nicht? Du konntest es einfach so kaufen. Ja. Und es war einfach Hammer. Ja. Und ich habe das dann irgendwann gemerkt, als ich wieder in Deutschland war, habe ich, da habe ich noch in Berlin gewohnt, da habe ich in so einer Ecke so einen Second-Hand-Spieleladen gefunden. Und ich so, geil, da gehe ich jetzt mal rein. Und dann habe ich all diese Spiele. Wow, bei mir war der Streifen gerade weg. Nee, bei mir war gerade der Streifen weg. Okay. Gesehen und habe sie mir geholt und hab mich gefragt, verarschen, ich habe das anders und länger in Erinnerung gehabt. Mhm. Das waren Spiele, wo ich gefragt habe, sagt er, die darf man so nicht verkaufen, die darf man unter der Ladentheke verkaufen. Wie 4 Effect Retro Helix und das Ganze. Mhm. Manhunt. Ein Beispiel, Manhunt. Ja. Resident Evil erster Teil durfte er nicht verkaufen. Mhm. Wo ich mir gefragt habe, ich habe das mit der Indexierung nicht ganz verstanden gehabt. Und jetzt verstehe ich es mittlerweile und finde es einfach nur scheiße. Ja, das ist so ein Kaffeekränzchen von 80-jährigen spießigen erzkatholischen Omas, die sagen, mimimi, aber weißt du was? Im Fernsehen Brutalität, im Kino Brutalität, aber im Video nicht. Ich sag mal so, im Fernsehen. Ich bin bei Bekannten, die haben Kinder. Die gucken hier Super RTL und Nick. Und da läuft im Mittagsprogramm die Werbung von Amorelli, Liebeslustspielzeuge und das Ganze. Ja, ja. Aber wenn es zwar darum geht, es spritzt ein bisschen Blut im Videospiel, das ist auch ein bisschen Eingriff in die Kreativität des Serien, Künstlers. Die Serien, The Walking Dead, ultra brutal. Oh ja. Genauso wie Breaking Bad. Ja. Game of Thrones, ultra brutal und Sexszenen ohne Ende. Ja. Wird gezeigt. Ich kann jetzt sagen, Indexierung. Das ist, ja. Indexierung ist nicht nur ein Eingriff in die Freiheit der Künstler, sondern auch ein Eingriff in die freie Meinung. Also ganz ehrlich, wenn ich 18 bin, dann bin ich 18, dann darf ich alles machen, was ein 18-Jähriger darf. Und dann kommt das wieder von wegen, Shooter-Spiele machen mich zum potenziellen Amokläufer. Dann machen Rennspiele mich zum potenziellen Racer. Das ist auch Quatsch. Und FIFA macht dich zum professionellen Fußballspieler. Als der Amoklauf in Winnenden war, traurige Geschichte, ich war zu dem Zeitpunkt in Winnenden im Büro von meinem Vater. Aber dass die bei dem am PC Counter-Strike gefunden haben. Entschuldigung, welche Jugendliche in dem Alter hat nicht Counter-Strike am Rechner gehabt? Ja, und vor allem oder Steam Studien oder Studien haben ja sowieso bewiesen, durch Shooterspiele wird Reaktionsschnelligkeit, Reaktion unter Stresssituationen, Multitasking wird da gefördert. Bei Rollenspielen, Vorstellungsvermögen, Kreativität, auch Entscheidungen treffen wird da gefördert. Ja? Ja. Also das fällt unter den Tisch. Habt ihr einen Wegpunkt? Fällt doch. Ja. Ja. Fahr mal da vor an die Ampel. Warte mal, wo ist denn welche? Sag hier. Was? Ja. Hey, wo ich mich mal frage. Wenn ich an meine Spielegeschichte zurückdenke, das war dann auch die Zeit lang, wo ich ganz ehrlich sage, ja, wo sind wir? Da wo der Wegpunkt entlang führt. Ach da. Tut er nicht. Ja, bin schon. Das war dann auch der Grund, warum ich mir viele Spiele damals aus dem Internet runtergeladen habe. Mhm. Und ich gebe das auch offen zu. Ich bin da von der Konsole wirklich, ich habe von der PlayStation 2 da gehabt. PlayStation 3 konnte ich mir nicht leisten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also habe ich mir wieder Stück für Stück einen Gaming-PC zusammengebaut. Und dann ging das halt los. Ich habe mir die Spiele halt runtergeladen, weil ich sage, ich will ein komplettes Spiel haben und nicht eins, was verschnippelt worden ist. Ja. Das hat früher jeder gemacht, das ist einfach so. Das ist einfach. Du hattest mich ja gefragt, wie ich da angefangen habe. Genau.
Also gut, erstes, dazu muss ich sagen, früher haben wir oft, weißt du, ich war beim Kumpel, der hat einen Gameboy, hatte mit ein paar Spielen und ich konnte damit nichts anfangen, weil ich sie so jung wie ich war, nicht verstanden habe. Mhm. Also ich war da nebelig. Oh ja, nebelig. Und dann habe ich auch beispielsweise, mein erstes Spiel war Pokémon Rot auf dem Gameboy Color. Ich habe es nicht verstanden. Bin ich ganz ehrlich. Ich war damals Jahre alt. Das ging vielen von uns, ging das so. Ich weiß noch, wo ich den ersten Gameboy in der Hand gehabt, das erste Mal Gameboy mit Tetris. Oh ja, hab ich damals zu Weihnachten bekommen, werde ich nie vergessen. Ja, meine Eltern dann zu mir gesagt haben, wie ich größer war, boah, das hat so lange gedauert, bis wir endlich einen gefunden haben, weil die Dinger waren ja ausverkauft, das war ja der Hammer. Das Gute bei uns ist, unsere Eltern hatten damals einen Bekannten beim Karstadt und haben dem schon Monate vom Weihnachtsgeschäft gesagt, er soll einen reservieren. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich den Game Boy Advance, dann habe ich damals in Ulm gekauft. Das werde ich auch nie vergessen. War auch im Urlaub gewesen. Den Game Boy Advance, das werde ich auch nie vergessen. Und zwar hat mein Vater Dolmetscher gebraucht, weil er den einen Kunden nicht ganz verstanden hat, weil er den bösen Dialekt gesprochen hat. Okay. Und mein Vater hat gesagt, wenn ich viel übersetze, kriege ich 200 Euro. Ich so, okay. Ab für ihn übersetzt, sind dann weiter, da waren wir in Bilbao, sind wir dann nach Dortmund gefahren, weil er da noch einen Kundentermin hatte und mein Vater war so einer, ich fahre einen 7er BMW, warum soll ich ein Flugticket kaufen? Ja. Er fährt mit dem Auto. Und ich weiß ja, ich bin in Dortmund. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester sitzen da irgendwo, Wirtshaus, essen was und ich bin zu Karstadt rüber gedackelt und bin in die Videospielabteilung geguckt. Was kaufe ich mir? Dann haben sie da gerade den DS im Angebot gehabt. Nicht den DS, den Advance SP. Okay. Den aufklappbar mit der Beleuchtung. Ich hätte so gern das ist das Einzige, was mir fehlt. Den hatte ich nie und das wurmt mich so. Und das Geile war ja, wir haben in Spanien 3 Monate Sommerferien gehabt. Ich bin immer musste halt mit. Und während der Autofahrt, ich habe mir gleich ein Autoladekabel dafür geholt, der hat eine eigene Beleuchtung gehabt. Ja. Und habe ich mir da ein paar Spiele gekauft. Ich weiß, Sword of Mana habe ich mir geholt. Ah, ja, Mann. Könnt ihr euch noch an das alte Castlevania erinnern? Das allererste? Gott. Ich liebe Castlevania. Castlevania Aria of Sorrow. Aria of Sorrow. Das ist ein Let's Play, das ich mir bei meinem Lieblings-Let's Play angucke. Ohne Scheiß. Alle 2 Monate schaue ich mir das einmal an. Alle 2 Monate, weil ich das Spiel so feiere. Okay. Es gibt so viele geile. Ja, es gibt so viele geile Spiele, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, also jetzt letzten Jahrzehnten, wo ich mir ganz ehrlich sage, alles Neue, was jetzt rauskommt, ja, schöne Grafik, schönes Gameplay, scheiß Story. Entschuldigung. Ich nehme dafür jetzt mal als bestes Beispiel Destiny. Destiny, geile Atmosphäre, geile Ingame-Mucke. Ich sehe euch nicht mehr irgendwie. Stehen bleiben. Ich sehe euch irgendwie nicht mehr. Ja, weil wir 400, 500 Meter hinter dir waren. Weil ich sehe euch gar nicht mehr. Ah, jetzt. Ah, da, ja. Warte, bleib da stehen. Ich hole auf. Weil irgendwie wartet gerade weg von der Karte. Oder beziehungsweise von der... Was ich sagen wollte... Destiny hat wirklich eine geile Atmosphäre gehabt vom Gameplay her. Grafik. Aber Story. Die Story Gameplay war auch gut. Gameplay war auch okay. Das Gameplay war auch geil. Aber die Story war. Das Gameplay gibt nichts. Also Shooter-Gameplay-mäßig haben Bungie schon echt Nase vorn. Also, ja, aber weißt du, die Story wurde von vornherein, schon bevor das Spiel fertiggestellt wurde, in Stücke zerpflückt und sie anschließend als Expansion Pass. Das ist ja, weißt du, du hast ein Spiel und da kommen neue Missionen dazu. Ja, die hätten es lieber so lassen sollen. Mal fertig. Das stimmt. Die hätten es lieber so lassen sollen, wie sie es eigentlich an Ideen hatten. Guck doch mal, jetzt kannst du im Store für 80 Euro eine Erweiterung kaufen. Für 80 Euro. Ja. Ich weiß, ich beinhalten die 80 Euro nochmal das Grundspiel? Und das ist nur die Erweiterung. Ich glaube, dass nur die Erweiterung ist. Wow!
Geil. Sorry. Alter Schwede, ich falle Mitte durch. Das ist wie wenn du zum McDonald's gehst. Weißt du kaufst dir einen Burger und dann hast du einen Expansion Pass Pommes und einen Expansion Pass Cola. Heute ist es so, du kaufst dir das Brot, dann ist es ein exklusives DLC, ist dann das Fleisch, ein exklusiver Vorbestellerbonus sind die sauren Gurken. Weißt du, die anderen DLCs sind dann Salat. Ich finde sowieso, dass das ganze DLC-Kram, siehe zum Beispiel am Beispiel Batman, das ganze DLC-Kram einfach nur total verwirrend ist für den ganzen Konsumer. Das ist einfach. Ja. Das ist einfach. Nicht nur das mit den, du verlierst total den Überblick. Mit den DLCs, auch diese Vorbestellerversion, je nachdem, wo du es bestellst, kriegst du das. Genau, und das dann kriegst du das und das. Und dann weißt du als Vorbesteller zum Beispiel nicht, jetzt bestelle ich zum Beispiel, ich sag mal, bei XY Online-Hersteller, bestelle ich mir, sag ich mal, DLC für The Crew, kriege die Mercedes, AMG, bla bla bla, kriege da noch eine Corvette dabei. So, bei dem anderen kriege ich aber, sag ich mal, eine Dodge Viper und vielleicht ein Ford Raptor. So, wo bestelle ich? Weiß ich denn, dass ich die ganzen Fahrzeuge noch im Spiel irgendwann kriege? Oder bleiben die exklusiv nur für den Online-Händler? Und das finde ich immer so ein bisschen verwirrend, dass man das nicht einsehen kann, dass dann vielleicht gesagt wird, pass auf, du kannst irgendwann im Spiel selber freischalten. Das dauert aber halt ein bisschen. Aber weißt du, was mich ja fast noch mehr stört als die ganzen DLCs? Was denn? Die Mikrotransaktionen. Ja. Gut, ich sag mal. Punkte oder Ingame-Währung oder nicht mal Ingame-Währung, sondern bei Assassin's Creed Unity war es ja so, du konntest deine Waffen auf ein Level aufleveln, das mit irgendeinem Ingame-Sachen, die du dir Ingame erwerben konntest. Ja. Und dann konntest du sie auf eine andere Art noch aufleveln, mit einer Sache, die du nur mit Geld, mit echt Geld kaufen kannst. Ja gut, das wenn du Sachen jetzt nur mit echt Geld kaufen kannst, die du so nicht spielen kannst, das ist natürlich dann echt ärgerlich. Aber ich sag mal so ganz generell, Microtransaction würde mich jetzt nicht die Bohne interessieren, weil ich kann es mir freispielen. Was die anderen machen, ist mir total... Das ist es ja aber so. Na? Es gibt Sachen, die kannst du dir nicht freispielen dann. Ja, dann ist es doch, natürlich blöd und ärgerlich. Das habe ich doch gesehen, EA, Battlefield 4, bestes Beispiel. Das Spiel kam raus, gab es halt Premium. Premium, gut, ist halt der Season Pass und halt noch ein paar andere Sachen für die ganzen DLCs, kommt dich halt günstiger. Und aber irgendwann konntest du Geld bezahlen dafür, dass du alle Waffen hast, alles sofort freischalten hast, dass und, du alles dann für alle Fahrzeuge hast. Dann bist du durch auf der Map gewesen, bis Level 80, hast dir alles mühsam erspielt und erfarmt, ja? Weil da kommt da so ein Level 2 Popelkind rein und hat ist mit voll, voll ausgelevelten Panzer und kann nicht damit umgehen und haut dich weg. Und? Ja. Interessiert mich nicht. Hat er dafür Geld ausgegeben und ist sein Problem. Aber ich weiß, dass ich dafür erspielt habe, die ganze Chose. Ja, aber trotzdem hat er für meine Meinung nach keinen Vorteil in dem Sinne. Weil soll er doch kaufen. Er kann damit nicht umgehen. Nee, fertig. Du verstehst nicht, was ich damit meine, Sascha. Das ist klar. Das ist, Es ist doch jedem selbst überlassen, ob er es kauft oder nicht. Oder? Ja, aber darf ich es dir sagen? Ja, klar, aber jetzt stell dir es doch mal so vor. Es ist jedem selbst überlassen, ob er es kauft. Ja. Früher musst du es nicht selbst überlassen, weil früher musstest du es dir nicht kaufen, aber es war trotzdem... Ja, aber erspielen. Ja, aber du kannst es jetzt auch erspielen. Wo ist der Unterschied? Ob ich es kaufe oder erspiele? Wenn jetzt zum Beispiel die Transaktion, so wie es gerade sagte, zum Beispiel spielrelevant ist, wo du jetzt sagst, pass auf, du kannst es nur durch Kaufen gewinnen. Das Paket mit Waffen oder etc. pipapo. Das ist klar, ärgerlich. Bestes Beispiel ist Warframe. Ja, so. Aber nein, wenn ich jetzt Sachen habe, die ich mir... Ja, doch, weil wenn ich Sachen erspielen kann, kann ich mehr spielen. Wenn sie jetzt im PvP-Modus mit eingebracht werden, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann haben natürlich andere Vorteile, die es kaufen. Das ist natürlich klar. Aber die meisten Spiele, die ich kenne, sind nicht in PvP relevant, dass du da Sachen sofort kaufen kannst, die dir dann weiteren Vorteil bringen. Ja, das ist ja auch nicht das Schlimme. Was mich nur aufregt, ist die Geldgier der Hersteller, dass sie das interessiert mich nicht. Wenn ich es nicht kaufe, kaufe ich es nicht. Aber Daniel, weißt du, warum diese Geldgier? Ja, weil es die Leute zahlen. Nein, überleg mal was anderes. Die Piraterie ist bei den Spieleherstellern ein großer Dorn im Auge, weil ja, aber nur bei PC. Immer mehr,
Ganz ehrlich, ich finde das... Nur, ich, mittlerweile nicht nur bei PC. Das hört gar nicht mehr. Ganz ehrlich, René, ich finde, da schaut der Fisch in die andere Richtung. Die Piraterie ist da wegen der Geldgier der Hersteller. Könnt ihr ein klein wenig langsamer fahren, weil ich sehe euch gar nicht mehr. Ach, da seid ihr. Können wir mal eine klitzekleine Pause machen oder so? Wenn du willst, wenn du schon wieder Pipi musst. Ja, der kleine Flexi, der muss mal Pipi machen. Dann würde ich sagen, fahren wir ja, ein bisschen ein Stückchen weiter vor. Bisschen weiter vor. 160 Meter. Kleine Pipi-Pause. Kurz am Straßenrand eben aussteigen und dann geht's gleich weiter.